Jetzt ist es soweit. Das ist das neue Büro. Ich muss echt sagen, ich bin mega zufrieden, so wie es ausgegangen ist. Wow, 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 stopp, 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 stopp. Irgendwie sieht es hier komplett anders aus. Wie zum Teufel sind wir hier hingekommen? Lasst uns zurückschauen. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und in diesem Video... Puh, wisst ihr was? Irgendwie gefällt es mir hier drin nicht mehr so sehr. Also der Hintergrund sieht irgendwie nicht so toll aus. Irgendwie der Sound, der hallt auch immer noch so sehr. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir daran mal was ändern. Seit 2014 besteht mein YouTube-Kanal und seitdem habe ich mir immer gewünscht, ein richtiges Aufnahmestudio zu bauen. Die wichtigsten Faktoren und Fragen dabei für mich. Wie gestalte ich die Wand und den Boden? Wie sieht der Hintergrund und das Setting aus? Sound und Licht? Und natürlich das Equipment wie Kamera und Aufnahmegeräte. Und die wichtigste Frage zuletzt, was kostet der Spaß eigentlich? So, das Büro ist leer, aber du hörst es. Es hallt unglaublich doll und das ist jetzt eine der Sachen, die wir auf jeden Fall verbessern müssen, damit wir dann am Ende richtig gute Soundqualität haben. Aber alles der Reihe nach, zuerst gibt es eine neue Wandfarbe. Ich habe mich für eine dunkelgraue Wandfarbe entschieden, um mich mit meinen Hauttönen besser von dem Hintergrund abzuheben. So habe ich es später beim Color Grading einfacher. Da dunkle Wände den Raum kleiner wirken lassen, lasse ich die Seiten, die nicht im Video zu sehen sein werden, hell. So sieht das Ganze vor der alten Wandfarbe aus und so sieht das Ganze vor der neuen Wandfarbe aus. Also du siehst, ein krasser Unterschied und ich finde auf jeden Fall zum Besseren. Wenn du selber deine Wand streichst, dann achte darauf, dass die Wandfarbe eine matte Wandfarbe ist. Denn wenn wir später hier mit Videolicht arbeiten, dann ist es natürlich gut, wenn das nicht unbedingt so krass von der Wand reflektiert. Deswegen auf jeden Fall eine matte Wandfarbe benutzen. Der Teppichboden dient zum einen dem Look, zum anderen dem Klang. Teppichboden absorbiert Sound wesentlich besser als Laminat, ist aber auch um einiges pflegeintensiver. Deswegen habe ich mich für eine kleine Variante entschieden, die den Schreibtischbereich komplett abdeckt. Jetzt kommt das Herzstück, der Schreibtisch. Ich will etwas Außergewöhnliches, etwas, was nicht jeder hat. Also baue ich mir selber ein. Ich habe eine coole Anleitung bei YouTube von Blurwell gefunden und mich stark inspirieren lassen. Wichtig für mich war, zwei Ebenen, indirekt beleuchtet, im Used Look. Also, auf zu IKEA! IKEA-Einkauf, check, jetzt kannst du nach Hause gehen. Wenn du normalerweise nicht in der Holzbearbeitung aktiv bist, dann ein kleiner Tipp, nutze niemals zu viel von diesem Holzöl, so wie ich es getan habe, denn irgendwann kann das Holz dieses Öl nicht mehr aufnehmen und dann bekommst du klebrige Stellen.
Und solange der Kleber am Schreibtisch trocknet, kümmern wir uns um die Regale. Regal fertig aufgebaut hier und ich muss sagen, es sieht richtig, richtig gut aus. Und jetzt geht es darum, dieses Regal noch mit Leben zu füllen. Ich habe mir dafür ein bisschen Inspiration auf YouTube gesucht und besonders hängen geblieben bin ich da bei dem Video von Becky und Chris. Die haben nämlich mal darüber ein Video gemacht, wie man so ein Regal inhaltlich füllen kann. Für mich war ganz entscheidend, ein optimales Sound- und Lichterlebnis zu schaffen. Ich habe mich für eine indirekte Beleuchtung von Philips Hue entschieden. Dort haben wir viele verschiedene Produkte zur Auswahl, die wir nutzen können, unter anderem diese Lightstrips. Der Vorteil ist, dass ich sie entsprechend auf Länge schneiden kann. Die Philips Hue Bridge wird direkt an den Router angeschlossen und mit meinem Smartphone habe ich dann die Möglichkeit, meine Lichtanlage über das Internet zu steuern. Dabei kann ich jede Farbe und jede Helligkeit aussuchen, die ich gerne möchte. Für einen noch besseren Sound habe ich mir 30x30 cm große Soundabsorberplatten bestellt. Diese möchte ich auf 60x60 cm große Bilderrahmen kleben, wobei ich den Rahmen selber gar nicht nutze, sondern nur die Hintergrundplatte. Durch die Galerieaufhängung habe ich dann die Möglichkeit, diese Rahmen ganz einfach an der Wand aufzuhängen. So konnte ich es vermeiden, meine Soundabsorberplatten direkt auf die Tapete zu kleben, denn diese wäre sonst extrem in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist jetzt hier so die erste Sitzprobe in dem neuen Büro und ich muss sagen, mir gefällt es echt gut. Ich habe jetzt hier quasi so einen Rahmen um meinen Kopf rum geschaffen, rechts und links jeweils die Soundabsorber noch, beziehungsweise auch der Monitor und das Regal. Ich denke mal, es sieht jetzt soweit ganz stimmig aus und so können wir auf jeden Fall fortfahren. Nach ein paar kleinen Optimierungen ist das jetzt hier mein fertiges Büro bzw. Aufnahmestudio. Du siehst, ich habe noch ein paar weitere LED-Lampen von Philips Hue hinzugefügt, um die Wand noch etwas anzustrahlen. Mein Kabelmanagement ist vielleicht noch nicht optimal, daran arbeite ich noch ein wenig, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich arbeite, wie du sicherlich weißt, mit einem MacBook Pro 13 Zoll 2018er Jahrgang und ich habe mir jetzt endlich mal einen größeren Monitor dazu geholt. Das ist der BenQ SW271, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von BenQ. Vielen Dank an dieser Stelle. Dieser Monitor gefällt mir extrem gut. Es ist ein 4K HDR Monitor, extra für Fotografen ausgelegt. Wie der Name schon sagt, ist es ein 27 Zoll Monitor. Er verfügt sogar über einen SD-Kartenslot, mehrere USB-Anschlüsse, USB-C ist natürlich auch mit dabei.
Was ich an dem Monitor außerdem extrem schätze, ist der mitgelieferte Hotkey-Puck. Damit kann ich ganz einfach per Knopfdruck zwischen den einzelnen Modi von dem Monitor hin und her schalten und zum Beispiel in einen Schwarz-Weiß-Modus wechseln. Das einzig kleine Manko, was ich an diesem Monitor gefunden habe, ist die Tatsache, dass die Stromversorgung über den USB-C-Port leider nicht funktioniert. Das bedeutet, ich muss mein MacBook Pro nochmal mit einem extra Stromkabel versorgen. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an die Firma BenQ, die mir diesen Monitor zur Verfügung gestellt hat. Ganz wichtig war für mich auch die Positionierung dieser Soundabsorber und dafür habe ich mir Tipps von einem guten Freund eingeholt, der Soundtechniker ist. Und der hat mir empfohlen, dass ich auf jeden Fall jeweils hinter dem Mikrofon einen Soundabsorber an die Wand schrauben soll. Hier siehst du außerdem noch mein Setup, welches ich benutze, wenn ich direkt in die Kamera spreche. Ich nutze hier einen Monitor von Aputure, der mir den Kamerawinkel nochmal genau anzeigt. Ich nutze ein Zoom H4 Aufnahmegerät, welches direkt mit dem Mikrofon verbunden ist. Das Mikrofon ist ein Rode NTG 4 Plus Mikrofon. Ein super Mikrofon mit sehr guter Klangqualität, wie ich finde. Und außerdem nutze ich hier ein großes Videolicht von Aputure, das 120D. Das ist jetzt final mein neues Büro. Ich hoffe, es gefällt dir. Du kannst gerne mal unten in die Kommentare posten, wie es dir gefällt, ob du noch irgendwas ändern würdest. Das ist jetzt so, wie ich es über mehrere Wochen hinweg geplant habe und gebaut habe. Jetzt ist es endlich fertig und jetzt kann es endlich wieder losgehen mit neuen Videos. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, unten in die Kommentare damit. Und natürlich den Kanal auch abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao.